Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für Dienstag, den 26. Februar. Wir haben jetzt Montag, 25. Februar, 18.46 Uhr. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trade. Ich bin privater Trader und Investor. Stoppt bitte dieses Video und lässt diesen Risikohinweis. Meine Markteinschätzung sind keine Anlageempfehlung. So, der DAX steigt täglich munter weiter. Der VDAX New. Der Blick mit der Glaskugel in die Zukunft, wenn man das so bezeichnen darf, ist im grünen Bereich bei 15. Das spricht in der Regel dafür, dass wir weiter stabile Kurse sehen könnten, also eher eine Seitwärtskorrektur, eventuell oder eine Seitwärtsbewegung, eventuell minimale Korrekturen zur Unterseite hin, eher Tendenz steigende Kurse hier im Leitindex DAX. Wir schauen hier den Linienchart an. Auch der hat wiederum ein neues Allzeithoch gemacht. Also der Schlusskurs war jetzt sogar über dem Jahresschlusskurs von 2016. Und das ist positiv zu sehen. Hier wird es momentan eher kritisch, wenn man hier aus diesem Umkehrsignal Long eingestiegen ist. Hat man ja seinen Stopp hier im Bereich von 11.290 in etwa. Und der DAX steht hier bei 11.519. Es wären also rund 230 Punkte, die man jetzt bei einem Rücklauf wieder abgeben würde. Die verliert man ja nicht, weil man sie eigentlich nur auf dem Papier gewonnen hat. Aber das würde man hier abgeben. Hier wäre eventuell die Idee, einen gleitenden Stopp mit einzubauen in Form des MA9 zum Beispiel, könnt ihr dann selber eingeben, um hier dann immer mitwandern zu können. Das würde dann so aussehen. Da wäre hier jetzt momentan der Stopp im Bereich von 11.350. Das sind dann doch irgendwo 60 Punkte mehr, vielleicht noch ein bisschen drunter. Das wäre jetzt hier in der Form eines gleitenden Stopps, weil da würde man, das tut dem einen dann doch recht weh, wenn man hier irgendwo diese rund 200 Punkte wieder abgeben würde, weil das doch ziemlich recht schnell gehen kann, wenn es geht. Wir sehen hier das an diesen Bewegungen, da zieht es dann mal ganz schnell durch und hier immer dieses Regelwerk, der DAX kann dreimal schneller fallen, wie er steigt und da ist man dann ganz schnell einmal wieder ausgestoppt, gell? Also der muss hier nicht unbedingt ein Umkehrsignal machen. Wir gehen rein in den Xetra Tageschart und hier, auch wenn jetzt der VDAX New was Positives zeigt, muss man hier ganz klar eingestehen, diese Kerze schaut aktuell gefährlich aus. Wir müssen schauen, wie wir morgen in den Markt reinkommen. Entweder wieder mit einem Gap zur Oberseite hin oder wir tun gleich ab 9 Uhr am Vormittag hier gleich einmal diese Kerze negieren und Stärke zeigen. Ansonsten hätte diese Kerze an und für sich schon eine Triggermarke hier mit Bruch des Bereichs 11.482, also so kurzfristige Short Trader würde das in den Markt locken. Warum ist diese Kerze hier so gefährlich? Erstens ihre Ausformung, auch wenn der Kerzenkörper hier jetzt doch ein bisschen größer ist wie vom Doji, aber diese Ausformung hier ist schon sehr gefährlich und weil sie einfach an einer exponierten Lage jetzt entstanden ist und da beschleicht mich einfach das Gefühl, wir könnten morgen mal einen Korrekturtag sehen. Wie tief der denn runtergeht letztendlich, muss man natürlich auch wieder von Stunde zu Stunde beobachten. Warum exponierte Lage hier? Wir haben einmal hier diesen Widerstandsbereich, der herrührt vom 10., also vom November 2018. Und hier sind wir schon einmal hingelaufen und nach unten abgeprallt. Besser gesagt, hier war die Eröffnung und dann ging es nach unten. Und jetzt sind wir hier in diesem Bereich wieder nach unten abgeprallt. Das hier jetzt einmal auf Tageschartbasis, was aber nichts daran ändert im Gesamtausblick, dass wir hier nach wie vor die Möglichkeit haben, bis zur 200-Tage-Linie zu laufen, eventuell kurze Rücksetzer und dann
Weiter steigende Kurse. Interessant wird es dann eher, wenn diese Bewegung hier, die größere, zur Unterseite hinkommt. Vielleicht, und das auch, sie kann auch jetzt hier beginnen. Und da wird dann ganz interessant, diese Nackenlinie, der Bereich hier von 11.271 als Unterstützungsbereich. Und wenn wir hier den VDAX New anschauen, ist es eher wahrscheinlich, dass wir hier dann uns stabilisieren könnten, um dann hier weiter zu steigen, um diese inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, also dieses schöne Pflänzchen, oder mittlerweile ist das ja schon ein Baum, weiterhin zur Oberseite hin abarbeiten zu können. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gesprungen. Das WTI-Öl ist heute etwas zurückgekommen in diesem Bereich. Gell, das ist jetzt auch noch nicht dramatisch. Wir haben immer noch höhere Hochs, höhere Tiefs, höhere Hochs, höhere Tiefs, höhere Hochs und höhere Tiefs. Also die Tendenz, die Bewegung, die eigentliche Bewegung geht immer noch nach oben. Der CCI hat ein Short-Signal generiert mit dem Bruch heute auf Tagesbasis, ist zwar noch im bullischen Bereich. Interessant wird es dann auch hier, wenn wir unter den Nullbereich laufen, hier in etwa. Es wäre dann ein weiteres Short-Signal und dann wird sich oder könnte sich Dynamik zur Unterseite hin ausbilden. Schauen wir uns das Gold an. Das Gold, ja, es arbeitet hier, ist noch nichts Dramatisches. Ich schiebe das mal ein bisschen auf die Seite. Ist noch nichts dramatisch, auch noch kein Umkehrsignal. Ein Umkehrsignal würde bedeuten von diesem Hoch zu diesem Tief und dann jetzt eine Kerze, die eventuell 50er, 61er Fibonacci hochläuft und dann der Bruch der darauf folgenden Kerze unter die vorhergehende würde dann das erste Short-Signal oder das erste Umkehrsignal, das wäre sowas wie hier, ein Hoch, also was die 1, die 2. Hier diese Kerze hat die 3 markiert und dann hätte man mit dieser Kerze Short einsteigen können, hätte letztendlich nicht viel gebracht, weil dann wäre man hier irgendwo, zumindest nochmal frühestens hier, spätestens hier mit dieser Kerze ausgestoppt worden. Das hier so die Denkweise im Gold, also deshalb immer noch eher, auch hier höhere Tiefs. Höhere Hochs, höhere Tiefs, höhere Hochs, höhere Tiefs und auch hier ein höheres Hoch und das könnte hier das höhere Tief gewesen sein. Vielleicht kommt auch noch mal ein kleines Spiegel nach unten und dann ist immer noch die Tendenz immer noch zur Oberseite hin gerichtet. Das Währungspaar Euro, US-Dollar, auch das hier als Gradmesser, das ist hier jetzt wieder an der 50er abgeprallt. Also das ist schon die 50er ist ein Bollwerk. Bei mir mal in meinem Chartfenster auf Tageschartbasis. Wir sind ja theoretisch hier schon long eingestiegen. Theoretisch sind wir auch jetzt heute mit dieser Kerze eventuell eine zweite Position long eingestiegen. Alle Stops müssen meiner Meinung nach jetzt hier unten sein, weil entweder das Gold tut aus diesem Umkehrsignal und diesem Signal einer Trendfortsetzung. Eine richtige Trendfortsetzung wird es ja erst, wenn wir über die 1.1373 drüber laufen. Entweder der Plan geht auf und das Währungspaar zieht hier oben hin an diese fallenden Tangente oder es will nicht und dann rutscht es nach unten und deshalb würde ich hier, weil man hier theoretisch, also ich wiederhole mich da jetzt immer wieder, weil wir das ja nur theoretisch machen hier. Nicht mit echtem Geld. Hier natürlich alle Stops hinsetzen, um sich dann ausstoppen zu lassen, um hier nicht zu große Verluste auflaufen lassen zu müssen oder auch ja, zwangsläufig lässt man sie denn auflaufen. So, hier Währungspaar Euro US-Dollar, das Gold WTI und auch das Währungspaar sind momentan keine großen Einflussfaktoren auf den DAX eher, dem VDAX New würde ich mehr Glauben schenken, den ein bisschen mehr interpretieren auf der positiven Seite. Und dann kommt natürlich das hier noch dazu, unser Freund Trump. Hier kann man seine Tweets live sehen. Also ich habe ja im Video euch erzählt, wir werden jeden Tag irgendwas von dieser China-Geschichte hören. Es ist heute Morgen schon um 6 Uhr gegen die ersten Nachrichten über den Ticker. Und doch das ist ja dann letztendlich der DAX mitten im Gap zur Oberseite hin in den Markt gekommen, dass er sehr gut verteidigt hat mit einer unentschlossenen Kerze, die ich euch gerade gezeigt habe. Und diese unentschlossene Kerze,
die muss man eigentlich entgegen des VDAX News, der positiv zu werten ist, auch die Signallage ist positiv zu werten aus dieser China- und USA-Geschichte, aber die Kerze an für sich selbst, ich nehme sie mal schnell rein noch einmal, die Tageskerze etc., hier, dass ihr wisst, von was ich rede, ist an und für sich jetzt einmal als alleinstehend negativ zu werten. Sie muss natürlich bestätigt werden. Aber ich gehe da nicht davon aus, dass wir dann hier eine unendliche Sause hier zur Unterseite hinsehen. Also ich nehme hier nicht im Mund, dass wir unter dem Bereich 10.865 fallen. Für mich wäre dann jetzt hier eine kleinere Korrektur. Und da muss man dann schauen, wo man hier wieder seine Einstiege findet. Ich habe hier einen Chart, den ich so für mich so die erste aggressive Zone, um wieder Long-Positionen aufzubauen, wenn man hier jetzt ausgestoppt wird, wäre einmal der Bereich 11.390. Eine zweite Zone, nicht so aggressiv, die ist mir jetzt ein bisschen nach unten gerutscht, weiß jetzt auch nicht warum, wäre dann dieser Bereich, wo man, ich sage jetzt einmal, weniger aggressiv und hier wäre so dieser gesittertere Bereich, das ist dann der dritte, ja, lassen wir jetzt da hier Beschreibung, gut, das wäre hier dann der dritte Bereich. Also hier oben bei 1, einen aggressiven Einstieg, wenn er hierher kommen sollte, der DAX, die Geschichte lang, weil wir, und da wiederhole ich mich immer wieder, wir sind so saisonal in dieser Marktphase, wo wir eigentlich bis Mai die Wahrscheinlichkeit 80% gegeben ist, dass wir hier im Mai, bis zum Mai, jetzt regelmäßig neue Jahreshochs machen. Und darum, jeder Rücksetzer sollte, könnte gekauft werden, hier also aggressiv bei 1, moderat wäre hier bei mir bei 3. Ansonsten, wenn man so diese Bewegung sieht, liegt auch aus dieser Bewegung hier in diesem Bereich auch das 61er Fibonacci. Das sind so für mich die Unterstützungsbereiche, weil der Zielbereich hier oben liegt im Bereich von 11.977. Und das kommt daher, weil wir hier, ich habe das da vorne alles ausgeblendet, weil wir hier eine A, B, C, also die ist nicht, die hätte eigentlich ruhig bis hierher gehen können, im Bereich 10.703, aber trotzdem diese Bewegung zur Oberseite hin noch einmal abprojiziert werden könnte, also die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass der Markt das macht, trotz dieser jetzt aktuell heute im Xetra-DAX entstandenen gefährlichen, unentschlossenen Kerze. So ist denn auch meine Tendenz für den morgigen Handelstag, dass wir eventuell noch einmal diesen Bereich anlaufen könnten und dann hier die Reise weiterhin zur Oberseite hin fortsetzen sollten oder auch könnten. Ein Sollten und Müssen gibt es ja hier im DAX nicht. So, das lasse ich so mal drin, tu das so abspeichern. Dann schauen wir uns den 1-Stunden-Xetra-DAX an. Auch hier nach wie vor hat sich groß nichts geändert. Wir sind, ja, okay, hier sieht es doch ein bisschen anders aus. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Wir sind hier an diese Tangente hingelaufen, diese Trendlinie. Und sind hier jetzt abgeprallt. Die kommt, ich muss jetzt kurz zusammenscrollen, die kommt von ziemlich weit oben. Die beginnt hier schon am 15.06. Die Hochpunkt ist der obere Bereich dieser Trendlinie. Der untere Bereich sind so diese Schlusskurse von Kerzen. Und hier Auflage am 27.07.2018. Hier am 27.09.2018. Und die Trendlinie sind wir jetzt doch hingelaufen hier. Und haben hier, wie gesagt, auf Tagesbasis diese unentschlossene Kerze gebracht. Und der DAX ist hier zumal aufs erste abgeprallt, wiederum auf einen Unterstützungsbereich. Also das hier wäre für ganz aggressive Longhändler ein Einstiegsbereich, die 11.505. Jetzt muss man wirklich schauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der DAX sich hier in diesem Bereich, ich ziehe das jetzt mal noch mal ein bisschen rüber,
schwer tun wird, einfach durchlaufen zu können. Wenn er es denn machen will, dann muss er es morgen ab 9 Uhr gleich mit Dynamik machen. Aber meine Vermutung ist eher, und auch die Erfahrung sagt es mir, wenn wir irgendwo wirklich markante Widerstände haben, läuft der DAX hin, ist nicht in der Lage und hat auch nicht die Kraft hier durchzulaufen, weil einfach Marktteilnehmer die Gewinne mitnehmen. Warum nehmen Marktteilnehmer die Gewinne mit? Da muss man jetzt ein bisschen weiter zurückblicken. Hier wird ja schon, die Börse nimmt immer die Zukunft weg. Das muss man immer wissen. Es gibt kein Wenn und Aber. Für mich nimmt die Börse, handelt immer die Zukunft. Die Gedanken, was könnte sein? Oder wie könnte sich das entwickeln? Was könnte das Ergebnis sein? Das ist immer so dieses Ungewisse. Und darum handelt die Börse immer die Zukunft. Hier in dieser Aufwärtsbewegung ist ein sehr großer Teil hineingepreist. Ich behaupte einfach mal 80 bis 90% dieser USA- und China-Geschichte. So, und diese Marktteilnehmer warten jetzt natürlich irgendwo dieses Ergebnis ab. Und jetzt kommt dieses Ergebnis. Und rein von der Bewegung her geht man davon aus, dass dieses Ergebnis positiv sein könnte. Und wenn dann hier ein positives Ergebnis kommt, oder wie jetzt gerade aktuell, wie ich schon öfters gesagt habe, da wird jeden Tag wird hier irgendwo eine Nachricht von Trump, man braucht nur sein Twitter da öffnen und mitlesen, dann weiß man sofort, was Sache ist, gell? Ich finde es sogar eine gute Sache, dass der das schreibt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin dann up to date sofort, also in Sekundentakt weiß ich, was Sache ist, während andere Trader, das lese ich nach 15 Stunden oder nach 12 Stunden lese ich diese Nachricht. Also dann ist es bei denen auch angekommen. Das sind dann die Nachzügler, wo hier in den Märkten Long einsteigen. Aber was will ich sagen? Hier ist es eingepreist, diese Geschichte teilweise. Hier sind natürlich auch andere Sachen eingepreist, die sich jetzt meiner Kenntnis entziehen. Und kommt jetzt diese gute Nachricht, dann werden wir hier, wenn der DAX gerade hier stehen sollte oder oberhalb, werden wir kurz einen Wischer nach oben sehen, positiv, und dann wird diese Klientel an Markthändlern ihre Positionen verkaufen, weil ganz einfach, diese gute Nachricht wurde bestätigt. So, jetzt hat der DAX keinen Grund mehr weiter zu steigen und dann werden die ihre Positionen im Gewinn verkaufen. Das erzeugt ja dann einen Verkaufsdruck im DAX und dann nach diesem Switcher nach oben, wenn diese gute Nachricht kommen sollte, wird der DAX dann erst abverkauft werden. Solange, bis das nicht passiert, sehe ich hier rein, jetzt projiziert auf diese USA- und China-Geschichte eher und auch auf den VDAX New, wenn man den auch nur im Hinterkopf hat, eher stabile Kurse weiter. Ja, das sind jetzt keine zäh steigende Kurse, es sind wirklich ein wunderschönes Treppenspiel hier. Höhere Hochs, höhere Tiefs, höhere Hochs und es geht hier wunderschön nach oben. Kritisch wird es natürlich erst, wenn er mal hier runter geht unter die 11.482 und dann, wenn er jedes höhere Tief rausnimmt und ganz kritisch wird es dann, wenn er letztendlich hier in diesem Bereich eintaucht und auch unter der 38er immer arbeiten sollte. Also, ich habe hier diese blaue Linie so drin. Das ist nicht mein bevorzugter Weg. Ich lasse es jetzt aber so drin, weil auch diese Wahrscheinlichkeit könnte jetzt aufgrund, dass wir an diese Trendlinie hingelaufen sind, dieser Abpraller erfolgen bis in diesen Bereich, aber dem gebe ich weniger für 50%, dass das eintreten könnte. Ich handle diesen Weg sicher nicht. Wir haben hier einen massiven Bullenmarkt. Die Nachrichtenlage ist positiv. Wenn man das jetzt einmal auf den kurzen Sektor, den kurzen Faktor genau betrachtet. Sie ist aber natürlich negativ, wenn man hier gewisse Zahlen anschaut. Also die IFO-Geschäftsklimaindex, die Stimmung der Händler. Du hörst hinten Rezession, du hörst vorne Rezession. Wir kommen jetzt erst in eine richtige Rezession hinein. Leute, ich sage euch eins, das Jahr 2018, dieser schlechte Aktienmarkt hat dieses schlechte Jahr, wo wir jetzt eventuell sehen, das Jahr 2019, wo jetzt tatsächlich dann die schon oft prognostizierte Rezession, die ja bisher noch gar nicht da ist, eingepreist wurde und wir in den Märkten eigentlich schon wieder. Was könnte 2020 sein, gell? Oder Mitte 2019 hier wieder die Sache schon wieder positiver sehen, weil
Nach einem Tief kommt oft ein Hoch, eventuell noch ein wieder dann ein höheres Hoch, je nachdem. Und wenn man die Märkte mal verstanden hat, diese Wellenbewegungen, wie das gespielt wird, und wenn man mal verstanden hat, wie andere Marktteilnehmer ticken, sich reinversetzen in die anderen, nicht in seiner eigenen Welt permanent leben und hier mit Scheuklappen und denken, ja, das ist ein Thema, das könnte man extra ein Video füllen mit dieser Emotion, mit dieser Psychologie an den Märkten. Also, das hier, so die Geschichte. Hier schaut für mich alles positiv aus. Es wird nur kleine Korrekturen geben, meiner Ansicht nach. Das wäre dann hier wieder dieser Chart, den man hier berücksichtigen könnte, wo wir dann hier im ersten Streich bei 11.390 aggressiv beginnen können, Long-Positionen wieder aufbauen oder dazu kaufen, was auch immer. Und die nächsten Bereiche liegen hier bei 11.323 sowohl als auch bei 11.261. So, liebe Leute, ich gehe jetzt in den Webinar, wünsche euch ein gutes Händchen für den morgigen Handelstag. Ja, hier habe ich noch die Prognose, aber da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, das bleibt auch noch so drin, gell? Erst unterhalb dieses Bereiches von 11.432 wird die Ding, wird, könnte der DAX hier dann doch ein bisschen mehr Fahrt zur Unterseite hinbekommen. Aber solange wir hier immer höhere Hochs haben, ist die Tendenz nach oben eher wahrscheinlicher wie zur Unterseite hin. In diesem Sinne noch einmal die Verabschiedung. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.